Ich bin von Magdeburg nach Aachen gefahren, nur um die Heiligtümer zu sehen. Ich bin 720 Kilometer gefahren, an manchen Tagen über 100 Kilometer. Und ich habe teils 670 Meter Höhe überwunden, um diese Heiligtümer hier zu erleben. Es war eine sehr stille Pilgerfahrt. Ich habe mich viel mit mir selbst beschäftigt. Die Menschen haben mich nicht so oft angesprochen. Aber was ganz witzig war, war im Kloster Helfter, da hatte eine Zisterzienserin mich erkannt. Die hatte im Vorfeld schon gelesen, dass ich an der Tour teilnehme. Und die hatte dann mich angesprochen und hat dann so spontan gejubelt: Hurra, er ist hier, er ist bei uns. Und das fand ich ganz lustig, weil ich nicht erwartet hätte, dass eine Nonne so spontan reagieren kann. Das war, denke ich, der schönste Moment auf der Fahrt, so eine Begegnung mit Menschen, ja. Also sehr toll war natürlich, an diesen touristischen Höhepunkten auch vorbeizukommen. Wartburg, Gotha, Naumburg, das sind sehr, sehr schöne Orte auch. Auch die Landschaften waren natürlich ganz toll gewesen. Aber im Ganzen muss ich sagen, Deutschland war überall schön gewesen. Ich war nirgends, habe ich so gesehen, dass ich sagen würde, die Ecke gefällt mir so überhaupt nicht. Deutschland ist sehr vielfältig, hat sehr verschiedene Landschaften. Ich bin ja durch 4 verschiedene Bundesländer gefahren. Es ist sehenswert, man muss nicht unbedingt ins Ausland fahren. Also so eine Radtour kann ich weiter empfehlen. Es war schon mal so, dass man gedacht hat, der Tag könnte langsam zu Ende gehen, ja. Das waren gar nicht so sehr die Steigungen, das war am zweiten Tag bin ich kilometerlang über Pflaster gefahren. Sehr, sehr schlechtes Kopfsteinpflaster und das war dann wirklich deprimierend. Und dann hat es unterwegs auch mal so komisch geklingelt. Ich dachte, irgendwas muss vom Rad abgefallen sein, habe aber nicht gefunden, was. Ich bin da mehrmals hin und her gelaufen. Das war so ein Tag, der hätte nicht unbedingt so enden müssen, ja. Ich hatte in Vorbereitung auf die Fahrt mich mit einer Benediktinerin unterhalten, wie man so eine Tour angehen sollte, eine Pilgerfahrt. Und die hatte mir empfohlen, da ganz ohne Thema loszuziehen. Tatsächlich ist es so, dass es 3 Tage gebraucht hat, bis ich so wie aus dem Alltag raus war. Und am dritten Tag hatte ich dann doch an einem Vormittag war das gewesen, auf einmal ein Thema, das, wo ein großes Aha und O kam. Und das hat mich die ganze Zeit bis hier nach Aachen beschäftigt. Heute früh habe ich darüber nochmal nachgedacht, ja. Das Thema, wo wir als Menschen unsere Kraft hernehmen. Was gibt uns Kraft zum täglichen Leben? Wie kommen wir jeden Tag immer wieder dazu, unser Leben zu bewältigen? Und da habe ich eine Antwort gefunden in der Bibel tatsächlich, ja. Es war schon sehr toll für mich, als ich dann hier nach Aachen reinkam. Ich habe immer versucht, den Dom irgendwo zu sehen, aber den sieht man von nirgends. Ich kenne das von Magdeburg, den Magdeburger Dom, den sieht man weit im Umland. Und dann weiß man immer, das ist das Zentrum, aber ich war sehr erhoben, als ich dann hier die vielen Touristen, die vielen Pilger sah, die hier um den Dom drumherum sind. Da wusste ich, ich bin angekommen. Hm.